So, also, wir sind jetzt in Warschau angekommen und sehen im Hintergrund hier recht gut das Hotel, in dem ich bin. Also es ist da oben, also es ist phänomenal. Ich bin irgendwo im 22. Stock. Wir sind hier wohl auch sehr zentrumsnah und hier hinten, da, das ist, und das muss ich jetzt leider sagen, ich weiß nicht, ob ich damit ganz recht habe, der Kulturpalast. Warum ich nicht ganz recht habe, ich nehme Google Maps zu Hilfe und da steht alles auf Polnisch. Also, ja, ich denke mal, aber da ist ein Technikmuseum drin, das werde ich mir vielleicht noch anschauen, das sehen wir mal einfach. Ansonsten hat die Stadt optisch wirklich bisher sehr vieles Tolles und ich denke, das werden wir uns jetzt mal ein bisschen reinziehen und ja, schauen wir nochmal rum. Also gerade noch davon gesprochen, jetzt sind wir wirklich im Technikmuseum und da ist scheinbar alles da, also es fängt... Und ich bin jetzt der erste Raum. Wir haben hier lauter Motorräder. Alles wohl polnische Ausführung. Also von dem her, ich bin gespannt, was ich euch zeigen kann. Ich werde wahrscheinlich nicht alles kommentieren, aber ihr seht es auf jeden Fall. Also schauen wir mal durch. Also an die Matsches da draußen, das ist immer so eine Sache mit dem Haushalt und wenn ich solche Sachen da sehe oder was da noch so kommt, dann muss ich sagen, auch hier hinten oder hier noch ein guter alter Herd, also im Technikmuseum sind sie übrigens sehr gut aufgestellt, da muss ich sagen, wir haben es heute sehr einfach und vielleicht hilft mir das ein oder andere mal mit dem Haushalt mit und denkt sich, ja, ist gar nicht so schlimm, einen Knopf zu drücken. Rekorder sieht, dann weiß man, man ist wirklich in einem Monster. Also ich muss ja sagen, ich bin ja kein Landtag, ich komme eigentlich aus München, das ist eigentlich auch eine Millionenstadt, dachte ich bisher immer. Aber guckt mal da so in meinem Hintergrund, das sind lauter Hochhäuser. Das kenne ich in München nicht. Also, ich weiß nicht, vielleicht komme ich doch vom Land und ich weiß es eigentlich gar nicht, aber beeindruckend, wirklich beeindruckend. Also ich bin gespannt, was die Stadt noch zu bieten hat. Ja, aber jetzt geht's rauf Richtung Altstadt. Also lasst es los. Also wir sind in der Altstadt angekommen und es läuft sich mit Musik und ihr seht mich ganz gescheit mit dem Stöpsel schon im Ohr unglaublich gut. Macht viel Spaß so zu laufen. Ewig schon nicht mehr gemacht, deswegen ja, ein bisschen vergessen. Und man muss sagen, an die Stadt könnte ich mich gefühlt schnell gewöhnen. Gefällt mir sehr gut. Jetzt werden wir gleich hier die Altstadt und so alles anschauen. An dieses YouTube-Ding mit der Kamera im Gesicht und von allen angeschaut zu werden, als ob man so ein Alien wäre. Das ist ja noch ungewöhnlich und ungewohnt. Naja, aber da kommen wir schon alle zusammen mit durch, oder? Warum nicht, gell? Einfach mal so marschieren. So, ja, also angekommen im Hotelzimmer. Erster Tag ist geschafft, beziehungsweise
die Sightseeing-Tour, so muss man sagen, ich bin selber brutal geschafft. Ich habe heute, glaube ich, 18.000 oder 19.000 Schritte gemacht, was für mich wirklich sehr viel ist. Ich selbst bin es gewohnt, am Tag so 5.000, 6.000 zu laufen. Also ist schon besonders viel gewesen. Ja, ansonsten, ich bin jetzt schon selber sehr gespannt. Heute Abend werde ich nicht filmen. Das wird so der erste Abend sein. Da wird, ich denke mal, noch ein bisschen essen mit den Leuten, die auch so hier sind. Vielleicht Fußball schauen. Ansonsten wird nicht mehr viel passieren. Ich bin auch ehrlicherweise ein bisschen müde. Warschau als Stadt, muss ich auch nochmal sagen, hat mir bisher sehr gut gefallen. Die Altstadt ist wunderschön. Schade, dass ich natürlich kein Polnisch kann, sonst hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr verstehen und euch auch erzählen können. Aber seht es mir nach. Wie gesagt, ich kann nur schöne Gebäude filmen, aber ich kann dazu nicht viel sagen, weil es steht im besten Fall vielleicht auf Englisch drauf, aber das ist sehr selten eigentlich immer auf Polnisch drauf, was es ist. Deswegen mea culpa, keine Ahnung. Ja, morgen früh geht es dann zu den Grand Finals. Ich selber bin auch schon wirklich äußerst gespannt, was da passiert. Ist für mich ja alles neu. Aber jetzt heute erstmal den Tag ausklingen lassen und ich bin auch wirklich ein bisschen groggy. Deswegen, ja, würde ich sagen, schön, dass ihr heute dabei wart. Und ihr seht jetzt endlich mal mich nicht nur immer so filmen, sondern auch mal in der totalen Stativzeitdank. Also, ich bin schon sehr gespannt, freue mich auf morgen und ich hoffe ihr auch. Also, bleibt dran, beziehungsweise schaltet es ein, wenn es ein neues Video wird. Ich weiß es gar nicht. Ciao, ciao.
So, also, ihr seht, ich bin wieder in meinen eigenen vier Wänden angekommen. Endlich geschafft. Ja, ich habe hier auch noch mein Wargaming League-Schal. Da, das sieht man es am besten. Und vielleicht ein kleines Resümee des ganzen Tages oder des ganzen Wochenendes oder der drei Tage, wann es das Jahr waren. Donnerstag Warschau anschauen war wirklich sehr schön. Es war wirklich sehr besonders, weil die Stadt für mich einfach komplett neu war. Freitag und Samstag war atemberaubend. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe für mich bisher das Thema E-Sport und gerade World of Tanks fand ich nie geil, weil ja, RNG macht einen sehr großen Punkt da zunichte oder hat es gemacht. Die Tier-8-Panzer fand ich nicht spannend, das Line-Up fand ich nicht cool und irgendwie war es nicht so greifbar. Jetzt ist es so, jetzt sehe ich das doch ein bisschen anders. RNG ist zwar immer noch ein Faktor, aber wird ein bisschen egalisiert durch das Thema Premium-Munition natürlich. Außerdem waren die 10er-Panzer sehr geil zum Anschauen und jetzt mit der Neuigkeit, dass man auch noch bald 15 gegen 15 sieht, das ist natürlich ein absolutes Phänomen, da freue ich mich extrem drauf. Das war also von dem her war E-Sport ganz groß, das Finale war aber witzig gut, also jeder, der es nicht gesehen hat, ich kann es Ihnen nur empfehlen, schaut euch nochmal irgendwelche Videos oder sonstiges dazu an, Krummels Livestream gibt es bestimmt immer noch zum Abruf. Also das war richtig gut, Finale stark. Ja, und abends ging es dann noch auf die Party und ja, Wargaming kann Party. Party war phänomenal. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber es war ein sehr tolles Event. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte es mit dem Video so ein bisschen zeigen und euch auch einen kleinen Eindruck geben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank an Wargaming für das Ganze und ja, ich hoffe, ich kann sagen, bis 2017, ich freue mich drauf, euer Karamba.